Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück an dieser Stelle zu einer weiteren kleinen Runde Lego Star Wars, die komplette Saga. Das letzte Mal sind wir über Endor geflogen, im Schlitten-Showdown. Und begeben uns dieses Mal nach Endor. Ja, zweimal Endor. So, wen nehmen wir diesmal mit? Nehmen wir Jango Fett. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie Bock auf Jango Fett. Jo, das waren jetzt nice Legs. Okay, Aufnahme steht aber noch. Ah. Lol. Dass er mich nicht gleich hat stehen lassen. Ja, wir haben jetzt die 48-fache Punktzahl drin. Wir haben jetzt auch schon 214.000 Credits. Das ist an sich ziemlich billig, also zack, 219.000. Einfach nur mit dem 100er, der dementsprechend 4800 teuer ist. Also 4800. Oder? Ja. Wenn ich gerade Bullshit erzähle, tut es mir sehr leid, es ist spät. Und ich war heute irgendwie trotzdem schon den ganzen Tag super durch. Also, hat er in der letzten Folge erzählt, dass ich mich heute Abend mit Freunden getroffen habe. Ist ja immer noch dieselbe Aufnahmerunde hier gerade. Das geht kaputt. Ja, und war auch vorhin schon super durch. Also, wir haben Dork Deluxe gespielt. Ist so ein, ja, nennen wir es mal, Mensch, ärgere dich nicht Verschnitt. Mit Karten halt. Ist richtig witzig, kann ich nur empfehlen. Aber ja, da wäre ich fast abgesoffen. Aber so manche Sachen, da habe ich halt gespielt und dachte mir so, boah, was hast denn da jetzt wieder für ein Bullshit verzapft? Also es ist so, ja, wie kann man es beschreiben? Es ist wie Mensch ärgere dich nicht, nur halt mit Karten. Also man würfelt nicht, sondern man legt Karten. Kriegt man am Anfang jeder Runde rauf. Und wenn man nicht ziehen, also kriegt man am Anfang jeder Runde ausgeteilt. Und wenn man nicht ziehen kann, muss man halt alle Karten ablegen und warten, bis alle anderen fertig sind mit Karten legen. Dann gibt es halt so Bonuskarten. Man kann nur gerade auslaufen. Außer man kriegt zum Beispiel eine 4, da kann man sich aussuchen, ob man nach vorne oder nach hinten läuft. Dann die 7. Die kann man aufteilen auf mehrere Figuren. Also 7 Felder müssen gelaufen werden mit der Karte. Aber es ist egal, mit wie vielen Figuren du mit der 7 läufst. Dann auch, wenn du mit der 7 jemanden passierst, wird er geschmissen. Also du kannst jemanden normal schmeißen, wenn du auf ihn drauf kommst. Du kannst aber auch jemanden über die 7 schmeißen, wenn du einfach über ihn drüber läufst. Dann, was haben wir noch? Raus kannst du nur mit einer 1. Also mit einer 1 bzw. 11. Das ist beides auf der Karte drauf. Hier. Einer 13. Und das war's, glaube ich. Dann gibt's eben noch Fragezeichenkarten. Wie kriege ich denn das da jetzt runter? Ah, so. Ah, es läuft automatisch, okay. Sehr schön. Ja, dann gibt es noch Fragezeichenkarten, damit kannst du jede Karte imitieren. Also kannst damit rauskommen, kannst damit eine 7 imitieren und Leute verbrennen. Also ist wirklich verbrennen, da ist eine Flamme abgebildet auf der Karte. Also kannst halt damit jede Karte imitieren. Und dann gibt es noch einen Wechsler. Damit kannst du mit einem beliebigen Spieler auf dem Feld wechseln. Was halt auch ganz gut ist. Also wenn ein Gegner zum Beispiel vorm Haus steht, kannst du ihm damit echt gehörig das Spiel verderben.
Wenn du es hinkriegst, geht es automatisch wieder hoch. Ah, ne. Ah, Man merkt, ich habe hier Flucht von Endor oder wie heißt es? Angriff auf Endor, Rettung von Endor, keine Ahnung. Habe ich schon ziemlich lange nicht mehr gespielt. Ja, er gibt noch den Wechsler, damit kannst du eben mit einem beliebigen Spieler auf dem Feld das Feld wechseln, was halt jemanden gehörig das Spiel verderben kann. Ja, und wenn jemand auf seinem eigenen Pod steht, kann man ihn nicht passieren. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, direkt vor ihm stehst und hast eine 8, kannst du nicht über ihn drüber laufen, sondern musst halt deine Karten abgeben, wenn du halt sonst nicht mehr ziehen kannst. Und musst halt warten, bis die Runde durch ist. Was halt echt gemein ist. Ja, dann im Haus kann man natürlich nicht überspringen. Gibt ja Mensch ärgere dich nicht Regeln, wo du halt überspringen kannst. Und auch wo du nicht überspringen kannst, da darfst du nicht überspringen. Und eben, ihr spielt in Teams. Also, die sich gegenüber sitzenden Leute spielen in einem Team. Und tauschen am Anfang der Runde eine Karte aus. Man darf sich aber nicht absprechen, welche Karte oder was. Man darf sich überhaupt nicht absprechen, sondern wird einfach eine Karte verteilt. Kann passieren, dass man, sagen wir mal, eine 7 hergibt und eine 7 bekommt. Ist dann halt blöd gelaufen. Aber man kann eben zum Beispiel dem Gegner einen Starterkarte geben, also eine 13, 11, 1 oder Fragezeichen, sowas, damit er halt raus kann. Ja. Und eben, wenn einer aus dem Team alle 4 im Haus hat, baut er, also spielt er mit für den anderen. Also dann können beide sozusagen, müssen beide Karten legen. Man steht unter Zugzwang. Ist auch, wenn man direkt vom Haus steht und weiterlaufen kann, also wenn niemand, nee, gar nicht, das war jetzt Bullshit. Wenn man vom Haus steht und halt nicht ins Haus rein kann, weil man halt zu viele Zahlen hat, dann muss man leider weiterlaufen. Und man muss halt so lange seine Runden drehen, bis man ins Haus reinkommt. Das ist super witzig. Das Witzige ist, mein Team hat halt vorhin gewonnen. Also man darf sich da auch nicht absprechen, was halt die Gemeinheit daran ist. Das heißt, der eine kann es dem anderen super versauen. Upsala. Der eine kann es dem anderen halt dann auch versauen aus Versehen. Jetzt haben wir schon 2 Millionen zusammen. wie komme ich denn hier hoch? Das sehen wir wahrscheinlich gleich noch. Sif, 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 da. Ja. Und das Witzige war vorhin halt, mein Gegnerteam stand halt 6 entfernt vom Haus. Also 6 entfernt von der Sicherheit. Ja, okay. Das passiert, wenn ich die Sondertaste drücke. Also was bei Jedi zum Beispiel die Macht ist. Oder hier zum Beispiel bei Schützen der Greifhaken ist. Ist bei dem einfach mal ein Headbang. Okay, kann man machen. Ja, und mein Gegnerteam stand halt mit 6 vorm Haus. Und, wie war das? Genau, die eine aus dem Gegnerteam, schöne Lex, hallo, musste halt ihre letzte Karte setzen und das war leider ein Tauscher. Mit dem hat sie sich selber vom Ziel weggebracht und mich zum Ziel hin. Ja, und dann mein Kumpel und ich
können uns ja nicht absprechen. Er legt einfach eine Karte. Und ich habe mir so ein Loch im Bauch gefreut, das kannst du nicht glauben. Wir waren nämlich 6 Felder noch vom Ziel entfernt. Und ratet mal, wer eine 6 auf der Hand hatte. Wer 2 Sechsen auf der Hand hatte. Ja. Ich hatte meinen Spaß. Also wir hatten beide unseren Spaß. Ja, das war schon schön. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, mit dem Trecker, oder? Mit dem Trecker hier wahrscheinlich. So, schnell zusammengebaut. Flux zusammengebaut. Und mal eben gefahren. Okay, ich dachte, damit kann man hier die Möhrchen rausruppen. Komme ich damit hier hochgefahren? Ja, Tatsache. Und einmal hier runtergeslidet. Wow, hi. Oh, das war nett. Na, oh, und ich gehe mit drauf, scheiße. So, ja, jetzt haben wir schon fast 3 Millionen. Ist jetzt nicht super billig oder so. So. Ah, scheiße, wie ging das nochmal? Ah, genau. Einfach mal alle Instant zerlegt. So, einmal rauf hier. So, das lasse ich noch schnell runter. Au. Ja, und dich hat's auch zerlegt. Was hört sich da so komisch an? Backt da ein Truppler rum? Das hört sich an, als wäre da einer im Sprung irgendwie reingebackt. Wo kommt dieses Geräusch her? Das macht mich wahnsinnig. Ja, egal. Ich versuch's mal auszublenden.
So, hier haben wir die Minikits. Wie viele haben wir? 6 von 10. Dann geht es hier weiter. So, und ich schätze mal, damit kann ich auch wieder die Barriere hier springen. Jo. Au. So. Und auch ihn haben wir getötet. Okay. Das ist schön, dass man wenigstens die Kamera bewegen kann. Das ging, glaube ich, in den Originalteilen nicht. Also mit dem rechten Steuerknüppel. Dass man damit eben die Kamera bewegt. Hallo. Und einmal zusammengesetzt. Oh. Und einmal zusammengebaut und einmal zusammengesetzt. Wie süß. Und wie soll ich da jetzt hochkommen? Na, mit Lex ganz sicher nicht. So. Au. Oh, du Arschloch. Aha, so kommt man darüber. So, damit haben wir 7 von 10 Minikits. So, und du wirst weichen. Und wir haben einfach mal 4 Millionen. Drück den Hebel. Und zack. Hoch geht's. Und rüber geht's. So, schön getimte Thermaldetonatoren. Na, du brauchst nicht weiter in die Richtung schieben, du solltest hier lang schieben. Wo ist der Pfeil? Da.
Einmal durch. Und einmal oben raus. Und eine... Lol. Wollte gerade sagen. Ey, was ist das denn für eine Scheiß hier? Ist ja nur minimal verbuggt, ne? Na, tust du Dinge? So, 8 von 10. Ich flieg einfach mal quer übers Feld. Oh, halt, da ist er ja schon. Oh shit. Yo. Ich glaube, da habe ich etwas leicht Dummes getan. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Ob das jetzt für ein Minikit ist oder ob das auch Spaß ist. Okay, war just for the lols. Wie es aussieht. Gut. Bam. Au. Au. Okay, hier sind noch 3 Sachen. Und nochmal jede Menge Asche. So, ihr zwei, steht da drin. Okay, da wird mir wieder was Grünes angezeigt. Ah. Da gab es ein paar Bauteile für ein Minikit. Ja, da bin ich doch sehr zufrieden mit. Mit dem Minikit. Ich weiß, das war schlecht. Es tut mir auch sehr leid. Was gibt's hier hinten? Mist. Okay. Na gut, dann raus. Jetzt aber raus hier. Okay. Ich finde das Fliegen mit Jango Fett ist einfach so viel entspannter als mit den Astromech-Droiden. Oha. Und schon wieder heiß verkackt. Ah, da musste ich sogar durch. Stimmt. Voll vergessen. Und tschüss. So. Und der letzte Pfeil. Ach, der war ja auf der anderen Seite, stimmt. Dann gehen wir mal geschwind auf die andere Seite. Von wo werde ich hier schon wieder beschossen? Ah, von da. Au. Du Male.
Nee, ich den in die falsche Richtung schieben. Sondern hier durchschieben. Da. Was hat mir das jetzt gebracht? So, ich meinte neulich, dass die den TIE Fighter fälschlicherweise als TIE Abfangjäger betitelt haben. Das hier ist nämlich der TIE Abfangjäger oder TIE Interceptor. Mit ihren geschlitzten, säbelartigen Flügeln. Also diese, ja, scharf wirkenden Flügel. Also wirken, ich finde, die wirken halt irgendwie wie Messer. Und die TIE-Abfangjäger finde ich natürlich viel stylischer als die normalen TIE Fighter. Na, oh, komm schon, stell dich nicht so an. Ich weiß, das war völlig unnötig, aber... Tschüss. So. Ah, genau. Warum leckt es jetzt schon die ganze Zeit immer? Ah. Boah, die Explosion hat mich hier oben noch gekillt. Allen Ernstes? Wow. Und damit haben wir den nächsten Powerstein. Und können guten Gewissens diese Mission beenden. Mit der 48-fachen Punktzahl, womit wir einfach mal 5,5 Millionen Credits gefarmt haben. Aber das wird auch nötig sein. Denn die 8-fache Punktzahl ist auch nicht billig. Ach scheiße, wo kommt denn der bald noch mehr? Irgendwo habe ich... Bedienung vergessen. Eine Konsole. Ach, da oben. Ja, ich weiß, das war jetzt völlig unnötig, aber ich bin ihm trotzdem hinterhergerannt. Oh, halt. Hi. Komm schon. Komm schon. So, damit können wir nun die Sprengsätze platzieren und uns auf die Flucht machen. So, mal schnell die Sprengsätze platziert. Und Super Evo-Katapult freigeschaltet. Bringt uns zwar jetzt nichts mehr, aber wir haben es freigeschaltet. Das Minikit ist ein AT-ST, den ich auch habe. Der kam zusammen mit dem Snowspeeder Minikit. War ein Hot-Set. Also von Hot, dem Planeten. Nicht Hot wie heiß. Zurück in die Kantine. Und dann besorgen wir uns mal die 8-fache Punktzahl, würde ich behaupten. Und... Jo. Dann sehen wir weiter. Extra. Lol. Hallo? Extras. 10 Millionen! Okay, dann besorgen wir uns nicht die 8-fache Punktzahl. Aber eben das Super Evo-Katapult, was uns jetzt zwar wirklich nichts mehr bringt, aber gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Lego Star Wars, die komplette Saga. Bis dahin, bis dann und ciao, ciao.